Vielen Dank, Frau Martsch, für die nette Begrüßung und für den Spruch von Che Guevara. Der passt wirklich ganz gut zu meinem Vortrag. Herzlich willkommen auch aus meiner Warte. Ich vertrete heute den Hauptgeschäftsführer der BGB, Professor Dr. Brandenburg, der Sie auch ganz, ganz herzlich grüßen lässt und der sehr traurig ist, selber nicht hier sein zu können. Er wäre sehr gerne hier, weil die Kooperation gerade mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ihm ein großes Anliegen ist und war. Er hat ja auch die Kooperation, das Projekt, über das ich gleich ein bisschen berichten werde, auch mit auf den Weg gebracht. Ich hoffe, ich kann ihn halbwegs würdig vertreten und freue mich auch sehr, Ihnen ein bisschen was über die Hintergründe des Kooperationsgedankens bei der BGW berichten zu können, aber vor allen Dingen auch darüber berichten zu können, wie es jetzt weitergeht nach dem ja doch sehr erfolgreichen Projekt. Das Projekt mit dem Paritätischen Bundesverband Gesund und sicher arbeiten in Einrichtungen des Paritätischen, das fand statt von 2014 bis 2016. Und das diente dazu, einfach auch mal auszuprobieren, auch was Innovatives, nicht schon auf sicheren Pfaden sich zu bewegen, sondern auch mal zu gucken, könnte das auch ein Weg sein, wie der Gedanke Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit stärker vor allen Dingen auch in die vielen kleinen und kleinsten Einrichtungen des Paritätischen transportiert werden kann über eine gemeinschaftliche Kooperation BGW Paritätischer. Und da war von vornherein auch schon so angedacht, dass man damit ausprobieren wollte, ob man, wenn es sehr erfolgreich ist, diese Form der Kooperation auch auf andere Wohlfahrtsverbände ausdehnen, ausweiten kann. Also sollte jetzt kein Closed Shop sein, nur BGW und Pari, auch wenn die Partnerschaft sehr erfolgreich und gut war. Und wir haben festgestellt, das Ganze wurde evaluiert vom IAG, das ist ein Institut der DGUV in Dresden. Die hat das Ganze also untersucht und dann auch uns darin bestätigt und festgestellt, diese Art von Kooperation ist sehr hilfreich und sinnvoll, weil wir als BGW die Einrichtungen mit so einem Kooperationspartner viel besser erreichen. Das hat einmal auch was damit zu tun, dass wir, ich sag mal so, unsere Sprache, die ja eher so ein bisschen behördlich und regelhaft teilweise daherkommt, dass wir die dann in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen und Kolleginnen übersetzt haben in eine Sprache, die auch in den Einrichtungen verstanden wird. Wir haben Themen und Probleme benannt bekommen bei der Umsetzung zum Beispiel des Arbeitsschutzes und haben das dann auch aufgegriffen. Und diese Übersetzerrolle des Verbandes hat sich sozusagen als ganz zentraler Erfolgsfaktor herausgestellt. Wir konnten die Zielgruppen, die wir erreichen wollten, gerade die kleinen und kleinsten Einrichtungen, besser erreichen. Und wir konnten auch nachweisen, dass in diesen Einrichtungen tatsächlich etwas passiert ist. Dass also Arbeitsschutzmaßnahmen besser umgesetzt werden konnten, dass zum Beispiel Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt worden sind, wo vorher keine Gefährdungsbeurteilungen stattfanden, dass Sicherheitsbeauftragte und Arbeitsmediziner bestellt wurden, dass Schulungen gemacht worden sind und so weiter. Also das konnten wir nachweisen und dann hat unsere Selbstverwaltung gesagt, also das ist doch ein guter Weg, den sollten wir ausdehnen, auch auf andere Verbände. Und da stehen wir jetzt im Prinzip. Ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen. Auch ein innovativer Gedanke, ein Gedanke, der von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung jetzt sehr stark in den nächsten 10 Jahren in die Welt getragen wird, nämlich die Idee, dass wir so etwas brauchen in den Einrichtungen, in den Betrieben und in der Gesellschaft wie eine Kultur der Prävention. Diese Kultur der Prävention soll erreichen, dass sicheres und gesundes Arbeiten in den Einrichtungen so selbstverständlich wird, wie das morgendliche Zähneputzen oder das Anschnallen im Auto. Die Kultur der Prävention kann erreicht werden, wenn
diese verschiedenen Handlungsfelder in den Unternehmen angeschaut werden und entwickelt werden? Wie sieht es aus mit der Führung im Unternehmen? Wie wirkt Führung auch als Vorbild für Sicherheit und Gesundheit? Wie kommunizieren wir miteinander im Unternehmen? Wie ist das Betriebsklima? Wie werden Beschäftigte beteiligt? Wie ist die Fehlerkultur? Kann man da offen drüber sprechen? Kann man aus Fehlern lernen oder werden die unter den Teppich gekehrt? Wird Sicherheit und Gesundheit als Prozess, als ständiges Thema auch in Entscheidungen mit eingebunden oder ist es so ein Randthema? Sie merken, das sind alles auch Themen, die sehr stark verbunden sind mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und diese Themen sollen in den nächsten 10 Jahren verstärkt von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung bearbeitet werden, in die Betriebe hineingetragen werden. Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, im Rahmen unseres Projektes mit dem Paritätischen, das war ja letztendlich auch ein Projekt, in dem wir versuchen wollten, die Präventionskultur in den Einrichtungen des Paritätischen zu verbessern. Was davon haben wir schon erreicht? Und man kann tatsächlich feststellen, wenn man sich die einzelnen Handlungsfelder dieser Kampagne anschaut und das, was im Rahmen des Projekts gelaufen sind, dann waren das schon ganz viele kleine Schritte. Es war jetzt nicht der große Apfel, um das mit Che Guevara auszudrücken, der vom Baum gefallen ist, sondern es waren viele kleine Puzzleteile, die dazu beigetragen haben, dass das Thema Sicherheit und Gesundheit in den Einrichtungen anders wahrgenommen wurde als vorher. Wir haben für die Führungskräfte Veranstaltungen durchgeführt, um ihnen auch deutlich zu machen, was ist denn meine Verantwortung als Führungskraft für das Thema Sicherheit und Gesundheit. Oder wir haben zum Thema Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz Veranstaltungen gemacht, die dazu beigetragen haben, dass das Thema enttabuisiert wurde, dass man offen auch über dieses doch eher unliebsame Thema sprechen konnte und damit eben dann auch bearbeiten konnte. Es gab eine Integration von Arbeitsschutzthemen in das QM-System des Paritätischen, was eben dazu beiträgt, dass das Thema systematisch auch angegangen wird. Also das sind alles Beispiele, die deutlich machen, dieses Projekt, diese Kooperation hat dazu beigetragen, dass Sicherheit und Gesundheit in den Einrichtungen weiterentwickelt wurden. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, unsere Selbstverwaltung hat sich die Evaluation angeschaut und hat dann auch entschieden, dieses sehr sinnvolle und sehr erfolgreiche Vorgehen wird jetzt ausgedehnt auf andere Wohlfahrtsverbände und auch auf andere Landesverbände des Paritätischen. Im Rahmen des Projekts gab es ja 7 Pilotlandesverbände und jetzt können sozusagen alle, die die Sinnhaftigkeit erkannt haben, eine engere Kooperation mit dem Unfallversicherungsträger einzugehen, können das tun. Und dazu haben wir bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen, die das Ganze erleichtern sollen. Eine Rahmenbedingung ist, dass wir innerhalb der BGW Strukturen und Personal aufgebaut haben, die dann Ansprechpartner sein werden für diese Verbändearbeit. Aber wir werden auch innerhalb der Verbände den Aufwand, den die Verbände ja auch betreiben, wenn sie mit uns kooperieren, solche Veranstaltungen ausrichten, Seminare durchführen, Führungskräfte informieren. Da wird es eine gewisse Aufwandsentschädigung für den Verband geben von Seiten der BGW. Und was auch neu ist, im Rahmen des Projekts gab es ja nur eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesverband und der BGW. Jetzt können auch Landesverbände direkt mit uns kooperieren, weil wir festgestellt haben, das sind eigentlich eher die Ebenen, wo man so schön sagt, wo die Musik spielt, wo das Leben tobt. Und wenn wir auf dieser Ebene kooperieren, können wir noch viel mehr bewegen. Und wir wollen eben diese Kooperation auch nutzen, um ein neues Angebot der BGW zu erproben, ganz exklusiv für die Wohlfahrtsverbände, den sogenannten BGW Check Plus. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das ist ein Instrument, mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben noch besser und einfacher systematisiert werden kann und wo auch noch ein gewisses Bonusprogramm einen Anreiz geben soll. Ja, davor stehen wir jetzt, vor dieser Aufgabe.
das Bonusprogramm der BGW einmal kurz skizziert. Ich gehe da jetzt nicht sehr intensiv drauf ein, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was Sie dann vielleicht am Mittagstisch mit uns, da werde ich auch noch unterstützt durch Kollegen und Kolleginnen von der BGW, ein bisschen vertiefen können. Was das heißt, aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, den Arbeits- und Gesundheitsschutz systematisch zu betreiben. Und die BGW hat das Quintas-Modell, das ist schon sehr alt, das machen wir schon viele Jahre. Wir bauen gerade ein Arbeitsschutzmanagementsystem auf. Das heißt also, dass Betriebe, die unabhängig von einem QM-System ihren Arbeitsschutz zertifizieren lassen wollen, können das dann auch mit Hilfe der BGW tun und bekommen dafür auch einen gewissen Bonus. Und das, was jetzt für Sie ganz interessant ist, ist der sogenannte BGW-Orga-Check. Das ist etwas, was es schon gibt. Das können Sie online auf die BGW-Seite gehen und schauen. Das ist ein Selbstbewertungsinstrument, wo Sie anhand bestimmter Fragen geleitet werden, zu schauen, wie gut ist denn meine Einrichtung in Bezug auf den Arbeitsschutz aufgestellt? Habe ich alles, was sozusagen an rechtlichen Anforderungen zu erledigen ist, erledigt? Und es gibt dort auch eine ganze Reihe Hilfen und Hinweise, wie man, wenn da Lücken auftauchen, diese Lücken auch wieder schließen kann. Und für die Wohlfahrtsverbände gibt es jetzt eben dieses besondere Programm, dass man zusätzlich, wenn man dort einen guten Abschluss erreicht hat, also die Selbstbewertung ergeben hat, alles ist im grünen Bereich, dann haben Sie die Möglichkeit mit dem Einreichen einiger Dokumente, die belegen, dass Sie darüber hinaus auch etwas zu tun, die Präventionskultur in Ihrer Einrichtung zu verbessern, dass Sie sowas wie Gesundheitsleitlinien haben, dass Sie systematisch mit dem Thema umgehen. Wenn Sie das belegen, dann können Sie die BGW-Card 25 erzielen. Das heißt, Sie bekommen dann von uns eine Urkunde, die Sie auch in einem Betrieb aushängen können, die deutlich macht, mein Betrieb ist gut aufgestellt, was Sicherheit und Gesundheit angeht. Und alle Veranstaltungen der BGW, alle kostenpflichtigen Beratungen, dafür bekommen Sie dann 25% Rabatt mit dieser BGW-Card Plus. Das soll so ein kleiner Anreiz sein, das Ganze zu betreiben, wobei wir wissen, der Anreiz ist eigentlich das System selber, dass man etwas tun möchte, um dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten sicher und gesund arbeiten und auch langfristig ihre Arbeit machen können. Ja, dieses Bonusprogramm, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann das im Rahmen der Pause dann auch gerne mit uns vertiefen, ist etwas, was wir exklusiv im Rahmen der Kooperation jetzt Ihren Einrichtungen und natürlich auch Einrichtungen anderer Wohlfahrtsverbände anbieten. Ja, was ist der Nutzen der Kooperation für die Verbände? Ich bin jetzt mal auf der Ebene der Landes- oder Bundesverbände von Wohlfahrtsverbänden. Die Verbände wollen sich ja auch als Servicepartner für die bei Ihnen organisierten Einrichtungen gut aufstellen. Und wenn Sie auch zum Thema Sicherheit und Gesundheit gut Auskunft geben können, wenn Sie dort Mitarbeiter haben, die von uns geschult sind, die die Themen gut kennen, die auch so eine Art Lotsenfunktion zur BGW wahrnehmen und die Kontakte zu den richtigen Stellen ergreifen können und auch darüber hinaus noch exklusive Angebote für die Mitgliedsbetriebe realisieren können, ist das schon etwas Attraktives, was dann den Verband dabei unterstützt, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Mitgliedsorganisationen voranzubringen. Es gibt aber auch noch die Perspektive der einzelnen Einrichtungen. Sie sind ja zu einem überwiegenden Teil Vertreter, Vertreterinnen aus den Einrichtungen des Paritätischen. Sie profitieren sehr von dieser Partnerschaft, weil Sie einfach über den Verband eine bessere Unterstützung bekommen können bei der sicheren und gesunden Gestaltung von Arbeitsbedingungen, weil Ihr Verband Ihnen einfach die Wege bahnt zu den entsprechenden Angeboten, Produkten der BGW beispielsweise. Und Sie haben natürlich darüber, indem Sie zum Beispiel so ein Zertifikat erwerben und sagen, wir sind ein sicherer und gesunder Betrieb, auch gute Möglichkeiten bei der Akquise von Fachkräften, indem Sie das auch nach außen darstellen können, dass Ihnen das wichtig ist, dass Ihnen die Gesundheit Ihrer Beschäftigten am Herzen liegt.
Das weiß man, dass es mittlerweile für viele Beschäftigte ein wichtiger Grund ist, den Arbeitgeber danach auszusuchen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass man da auch bis zur Rente arbeiten kann und nicht zwischendurch irgendwann erschöpft zusammenbricht. Ja, der einfache Zugang zum Bonusprogramm, da habe ich schon drüber gesprochen, ist natürlich auch ein Vorteil, den Sie als Vertreter der Einrichtung haben. Ja, ich komme zum Ende meines Vortrags. Ich möchte natürlich auch nicht verhehlen, dass auch wir als BGW einen Vorteil davon haben, wenn wir mit Verbänden enger kooperieren, weil wir natürlich viel besser unsere Zielgruppen in den Betrieben erreichen können. Zielgruppen, die wir ansonsten mit unseren Medien gar nicht erreichen können, weil viele, sag mal, gar nicht unbedingt auf die Homepage der BGW gehen oder unsere Mitgliedszeitschrift lesen, sondern eher sich in ihren Verbandsmedien bewegen. Und die erreichen wir natürlich viel besser. Wir haben eine bessere Breitenwirkung und können den Präventionsgedanken damit natürlich noch besser an Mann und Frau bringen. Und wir bekommen auch über diese enge Kooperation, das merken wir immer wieder, bessere Informationen über die Bedürfnisse unserer Kunden. Welche Themen treiben die um? Wo gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes? Also das treibt uns dann auch an, innovativ unsere eigenen Produkte, unsere Seminare, unsere Reha- und Präventionsangebote zu verbessern. Ja, ein paar beispielhafte Leistungen hatte ich eigentlich schon im Rahmen meines Vortrags angesprochen. Also was beinhaltet so eine Kooperation? Das beinhaltet zum Beispiel, dass wir auf der Verbandshomepage über ausgewählte für die jeweiligen Branchen des Verbandes relevante Produkte, Seminare informieren, dass wir die verschiedenen Strukturen, auch die Kommunikationsstrukturen des Verbandes, wie Tagungen, Besprechungen nutzen, um das Thema Sicherheit und Gesundheit zu thematisieren, dass wir auch die Bildungsstätten der Verbände nutzen, um BGW-Seminare durchzuführen und damit eben auch wieder mehr erreichen können, als wir mit dem Seminarangebot unserer eigenen Bildungsstätten erreichen können und dass wir eben über die Multiplikatoren im Verband einfach auch Ansprechpartner haben, die die Kontakte bahnen. Ja, eine Auswahl von Themen, die sind hier heute auch teilweise schon sehr virulent, diese Themen, mit denen wir als BGW uns als Träger der Unfallversicherung auch beschäftigen, sind zum Beispiel psychische Belastungen, Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz, Haut- und Rückenbeschwerden, betriebliches Eingliederungsmanagement oder auch die Organisation von Sicherheit und Gesundheit. Also das sind Themen, da wissen wir auch, das sind Themen, die in den Einrichtungen eine große Rolle spielen, die sie bewegen und wo wir ihnen auch ganz praktische Hilfestellung geben können. Ja, zum Schluss, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass wir als BGW auch personelle und strukturelle Voraussetzungen für die Verbändearbeit geschaffen haben. Das ist im Prinzip das Team derjenigen, die sich jetzt um die Verbändearbeit kümmern sollen, die Ansprechpartner sind, je nach Region. Und dann als sozusagen ein Gesicht zu Ihnen ansprechbar sind für alle Fragen, die Sie an Ihre Unfallversicherung haben. Für die Region, in der wir heute sind, das ist teilweise die Region West, da ist es die Frau Hohlfeld, die ist heute leider nicht da, aber eben die Region Süd ist auch mit betroffen und Herr Schreiber ist heute auch da, der sitzt da vorne, vielleicht winken Sie mal, den können Sie gerne dann auch in der Pause ansprechen, wenn Sie konkrete Fragen zu der Verbändekooperation und für den Nutzen, zu dem Nutzen für Sie als Einrichtung eines Wohlfahrtsverbandes haben. Ja, damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, Ihnen das vorzustellen und übergebe das Wort gerne wieder an Frau Marsch.